Hey Leute, was geht ab? Hier ist Timmy und in diesem Video, Freunde, gehen wir mal zu Thorn, denn ich meine, Thorn, ja, mit dem sind wir eigentlich wieder gut. Wir haben uns ja, oha, was ist das denn hier? Wir haben uns ja eigentlich wieder mit dem, wer ruft uns denn da an? Hallo? Wer sind Sie denn? Timmy? Ja, hörst du mich? Ja, hallo, Timmy? Ich bin im Auto. Komm mal einmal unbedingt zu mir ins Labor, bitte. Oh, okay. Ich komme zu Ihnen hin, ja, schick dir die Koordinaten. Ich bin da oben in Sandy Shores. Komm einfach oben in Sandy Shores, okay? Ich schicke dir den Daten. Okay, mache ich. Okay. Okay, wir hören uns, ja. Ciao. Freunde, ich wollte eigentlich zu Thorn gerade fahren, aber ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, der Wissenschaftler will was von uns. Ich bin mal gespannt, was er von uns haben möchte. Let's go! Boah, Freunde, hier ist es ganz schön warm. Ich meine, schaut mal, hier ist nur noch Sand hier oben und hier soll irgendwo der Wissenschaftler wohnen. Oha, ich bin mal echt gespannt, was der von uns will. Ich meine, der hat uns einfach mit seinem Handy angerufen. Wir sollten aber gleich da sein, noch 200 Meter. Yippie! Da vorne müssten wir auf jeden Fall richtig sein. Der muss hier irgendwo sein. Oh, ich glaube, das ist hier richtig. Schaut mal, was hier alles ist. Oh, oha, warte mal, das ist hier sein Büro, was? Hallo, Herr Wissenschaftler, hier ist doch gar niemand. Hä, ich sehe überhaupt niemanden. Ich klopf mal. Hallo? Klopf, klopf. Hallo? Hallo? Hallo, andere Seite. Oh, andere Seite. Oha, ich muss die andere Seite. Okay, hier. Okay. Hier. Ha, hier, hallo. Hier. Timmy, was? Richtig? Ja, genau, da bin ich. Ja, deine Cousin. Ja. Deine große Cousin hat mir dein Telefonnummer gegeben. Komm mit rein. Okay. Freunde, was will der von uns? Oha, wie? Das ist hier dein Büro? das ist richtig, richtig. Das okay, ist richtig. Und was machst du hier? Ich habe eine Sache mit dir zu bereden. Ja, welche? Deine große Cousin meinte, du brauchst Geld. Ist das richtig? Ja, Geld kann ich immer gebrauchen. Zeig mir mal dein Auto. Komm mit, ich zeig dir das mal. Auto. Freunde, der will unser Auto. Warum will der unser Auto sehen? Das ist unser Lieblingsauto. Guck mal hier. Ja, das ist mein Auto. Das ist mein Lieblingsauto. Wie finden Sie deswegen, das? Deswegen, du möchtest doch bestimmt irgendwann ein neues Auto haben, oder nicht? Ja, so ein Mercedes wäre toll. Guck dir. Ich habe eine neue Erfindung heute gemacht. Boah, was ist das denn? Guck dir meine Hand. Guck dir mal an. Ja. Siehst du diese Pistole? Ja, die sehe ich. Wenn ich dich mit der abschieße. Ja. Dann kannst du alles zu Gold was machen, was du anfasst. Wie? Ich kann dann alles zu Gold machen? Das ist richtig. Also, ich kann Menschen zu Gold machen und Autos, alles. Nein, Menschen nicht. Oh, Menschen nicht. Also, oha. Einfach nur Autos, kennst du alles andere, was du anfassen kannst. Oha, aber warum geben sie mir das einfach? Weil ich deine große Cousin etwas schulde. Okay, na gut, da sage ich nicht nein. Ja, yippie, heute werden wir alles zu Gold machen, Freunde. Cool. Danke, komm mit. Okay, geh zu der Mülltonne, wo du hingehörst. Zu der Mülltonne, da vorne. Was hast du gesagt? Zu der Mülltonne, der ist voll gemein, Alter. Ja, okay, ja, hier, ja, okay. Vorsicht. Ja. Einmal die Mülltonne bitte packen. Ich kann die nicht packen, das geht doch gar nicht. Au! So, und jetzt kann ich alles zu Gold machen, sagen Sie. Das ist richtig, ja. Okay, warte mal, das will ich mal testen. Ich gehe mal zu meinem Auto hin. So, ich werde das jetzt Gold machen. So, ja, das sollte jetzt eigentlich Gold sein. Mal schauen, ob das funktioniert. Nein, mit der anderen Finger. Mit den anderen... Warte, nein. Mit der anderen Finger. Ja, warte, ich muss mich umdrehen. So, jetzt hier, zack. Hey. Und, Freunde, hat ihr es gesehen? Oh mein Gott, das Auto ist einfach Gold. Nein. Hä, aber was kann ich denn auch alles zu Gold machen? Hä, wie geht das denn? Oh, was ist denn das für eine Fähigkeit, die sie da haben? Hey. So, viel Spaß. Ja, werde ich auf jeden Fall haben. Wenn du, wenn du zu viel Sachen im Gold machst. Ja, was ist dann? Dann bekommst du Ärger. Ärger will ich kann nicht. Dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, von wem, aber ich würde das nicht machen, wenn ich du wäre. Okay, Freunde, wir müssen anscheinend aufpassen, was wir zu Gold machen. Ist aber nicht schlimm, weil ich meine, wir werden schon die richtigen Sachen zu Gold machen. Wir sind ja ein Goldjunge, yippie! So, Freunde, ich würde mal sagen, dass wir, wir können ja mal zur Bank gehen. Ich meine, die Bank hat ja eigentlich auch sehr viel Geld. Und wir haben ja schon das erste Auto in Gold. Also sollten wir, glaube ich, viel besser behandelt werden, als wir sonst nur bei der Bank behandelt werden. Yippie! So, hallo, ist hier jemand? Hallöchen, ich will ein bisschen Geld abheben. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, mein Freund. Ich wollte ein bisschen mein Konto checken. Wie viel habe ich denn auf dem Konto? Hey, wie heißt du denn? Ich bin Timmy Timmy. Timmy? Ja, Timmy. Ich glaube, ich habe so... Ich 31 Cent. Nein, das kann nicht sein. Okay, warten Sie, aber...
Ich habe gehört, Sie haben hier ein paar Objekte. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, zu Gold zu machen, wenn Sie wollen. Dann würde ich die einfach verkaufen und Ihnen Gold dafür geben. Gold machen? Glauben Sie mir das? Zu Gold machen? No, ja, glaub ich natürlich. Nicht. Klar, gucken Sie, warten doof. Sie. Ich gehe mal hier zu so einem Stuhl hin. Ich zeige Ihnen das, kein Problem. So, Freunde, zeige ich ihm einfach, dass ich alles zu Gold machen kann. Dann werde ich jetzt mal hier hingehen. So, zack. Jetzt werde ich das berühren, so, und jetzt müsste das gleich zu Gold sein. Zwei, zack, seht ihr? Oh mein Gott, Freunde, da ist Gold. Und hier noch ein, yippie, zack. Freunde, seht ihr das? Oh mein Gott, jetzt werde ich Ihnen das zeigen, das wird er niemals glauben. Der muss auf jeden Fall rauskommen, das ansehen. Kommen Sie her, ich habe Ihnen was zu zeigen. Hey, Mama Mia, ich komme rum. Ich glaube, der glaubt mir nicht, aber der wird jetzt ein blaues Wunder erleben. komm raus. Sehen Sie vielleicht hier was Goldenes, Glänzendes? No, wo denn? Na hier auf dem Stuhl. Oh, ja, Mama also, Mia. Ja, die schenke ich Ihnen, aber ich will dafür eine Million Dollar haben. No, das ist doch gar... Obwohl, warte mal. Also, wenn Sie mir kannst du ja unendlich Gold machen, oder nicht? Ja, natürlich. Warum grinsen Sie so? Ja, ich kenne da jemanden. Okay, und was kann der? Der hat ein Auto an den. Oh, das ist gut. Vielleicht kriegst du denn 1 Million, wenn du alle deine Autos in Gold machst und dann kommst du wieder einfach hierher. Ja, sie? Das klingt interessant. Das machen wir so gut. Gib mir die Koordinaten. Hast du den Bluetooth an? Na klar, warte, ich hole mein Handy raus. Ich schicke das. Okay, sehr gut. Warte, hier, gib's mir mein Handy. Zack. Ich kümmere mich um die Goldbarren, die da sind. Okay, eigentlich sind das meine, aber ich schenke sie Ihnen, kein Problem. Freunde, was, wir sollen jetzt einfach zum Autohaus gehen und ich glaube, da können wir die ganzen Autos zu Gold machen und naja, vielleicht kriegen wir dann endlich mal Geld, yippie. Ich denke mal, hier sollten wir auf jeden Fall richtig sein. Oh, schaut mal, hier steht schon ein Porsche Taycan. Wow, das sieht ja richtig cool aus. Oh, ich werde mal, da ist schon jemand. Okay, ich hoffe, der ist nett. Hallöchen, Brüchen. Was geht? Ja, wer bist du denn? Ich bin MBK, hi. Oh, du bist MBK, oha. Und wer bist du? Oh, warum kommst du mit solchen Klamotten hier in meinen Laden? Hä, was? Warte mal, was denn? Was sind das für Klamotten? Hey, was machst du denn lustig über meine Klamotten, Junge? Ja, hier kommst du nur mit dem Anzug rein. Ob Jogginganzug oder normaler Anzug. Aber, du hast ja voll die Adilatschen an. Ich meine, damit ist man jetzt auch nicht der Schönste. Ich würde dich auch mal bitten, den Laden zu verlassen. Hä? Aber, ich glaube, du wirst das sehr bereuen, weil ich kann alles zu Gold machen. Also, wir könnten ja zusammen arbeiten, wenn du alles willst. Alles zu Gold machen? Ja, also, ich kann hier dein Bugatti kann ich zu Gold machen. Oder und ich bin der Nikolaus. Also, einmal bitte den Laden verlassen. Ah, okay. Oder ich also, ich will es ja, ich will ja... Okay. Hey, aber ich will ja nichts sagen. Mein Auto ist Gold, deins nicht. Dein Auto ist Gold? Hey, ja, ich gehe da mal wieder. Ja, da komme ich mal mit das Gold angucken. Ja, das kann er machen. Das ist nämlich 24 Karat Gold, ja. Hä? Warte, fahr nicht los. Was ist denn? Ich soll doch gehen. Warum bist du hierher gekommen? So ein Typ bei der Bank hat gesagt, ich soll hierher kommen und der meinte, hier kann ich Geld machen. Ein Typ bei der Bank? Ja, der war so ein bisschen älter, ich weiß nicht, vielleicht kennst du den. Hier ist mein Foto von dem. Ja, so ein bisschen opulenter. Das ist mein Onkel, ja. Komm mit rein. So, hättest du direkt das Gespräch so angefangen, dass das dein Onkel ist, Wieso ist denn jetzt so einfach so nett und so, oha? Und, Was meinte mein Onkel? Ja, der meinte, dass wir uns allen Gewinn 50-50 teilen. Ich rufe meinen Onkel einmal an. Und wenn es nicht stimmt, was du da gerade gesagt hast, dann jag ich dir eine Kugel in den Kopf, okay? Ruf ihn mal lieber an. Oh, Freunde, ich werde mal lieber die ganzen Autos schnell Gold machen, dass der richtig froh ist und mir glaubt, Mann. Oh mein Gott, okay, wir müssen uns anstrengen. So, ich werde mal hier das einfach anfangen, schnell Gold zu machen. Lalilalila, so, dann machen wir einmal so. Das wird jetzt Gold. Hier noch ein Stückchen und so. Oh, ich muss wieder den anderen Arm nehmen. Nein, verdammt. Oh, so, kurz den anderen Arm nehmen. Yippie, es hat funktioniert. Schaut mal, Freunde. Boah, in Gold hier sieht er ja richtig krank aus. Da wird er sich bestimmt richtig freuen. Und das passt doch richtig gut zu dem Logo auch hier. Wow, okay. So, dann müssen wir jetzt nur noch den Lamborghini machen. Yippie, so, wieder meine Hand rausstrecken. Boah, der sieht richtig cool aus, der Lamborghini. Ich glaube, das ist doch der von Sue. Hey. Oha, seht ihr das, Freunde?
Blau-Gold, das sieht richtig gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, der wird sich richtig freuen. Warum sind denn die Autos gold? Ja, was ist denn? Hallo. Ja, ich habe die Autos schon mal gold gemacht. Kein Problem, habe ich gern gemacht. Ich habe ja meine Waffe drauf. Ich pack sie mal weg. Kein Problem. Tim, komm mal her. Wie heißt du eigentlich? Ja, ich heiße Timmy, yippie. Hi, ja. Aber was meinte denn dein Onkel? Ja. Der meinte, der hat gleich eine Menge Geld. Das mit 50-50 meinte er, du hast mich angelogen. Oh, was? Nein, hä? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber ich habe alle Autos schon mal Gold für sie gemacht. Ja, der meinte, wenn du das andere Auto auch noch da färbst, dann kriegst du sogar 2 Millionen. Wie? Also diesen Sierra da vorne? Und da vorne ist auch noch ein Porsche. Genau. Ja, ich warte mal hier. Freunde, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der uns ausnutzt mit unserer Fähigkeit. Ey, Mann, nicht, dass der uns gefangen hält noch oder so. Das wäre gar nicht gut. Naja, wir machen das einfach mal und dann ist er bestimmt glücklich. So, das Auto. Oh, der sieht auch richtig gut aus, der Lamborghini. Aber der fällt hier fast runter. Hey. Okay, yippie. So, den haben wir auf jeden Fall auch Gold gemacht. So, jetzt müssen wir noch den anderen Porsche da drüben Gold machen. Ja, let's go. So, lalilalila. Und den müssen wir jetzt auch Gold machen. So, das ist so ein schönes Auto. Und der wird auch jetzt Gold. So, da ist er auch schon Gold. So, ich bin gespannt, was er jetzt zu sagen hat. Ich meine, wir haben alles getan, was er wollte. So, ich habe alles getan, was du wolltest. Krieg ich da meine 2 Millionen? Na klar, komm, ich fahr dich. Okay. Nee, wieso? Na klar. Warum ist er denn so nett jetzt auf einmal? Komm mit in den Porsche. Ja, okay. Freunde, ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache hier. Ich habe gar kein gutes Gefühl. So, fahren wir mal. Wohin fahren wir? Wir fahren zu meinem Onkel. Oh, zu deinem Onkel, ja, okay, dann bin ich mal gespannt. wo sind wir denn hier? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Na klar, mein Onkel wartet hier. Was ist denn das da hinten? Wie dein Onkel wartet hier hinten. Soll ich aussteigen? Ich steig mal aus. Geh schon mal hin. Okay, und wo ist der? Oh Mann, wo soll ich denn hier hinlaufen? Da, hinterm Berg ist er. Ach, hinterm Berg? Okay, bin ich mal gespannt. Let's go. Hä? Hier ist ja ein Helikopter. Ja. Ich den du jetzt so Gold machst. Oh nein, warum zwingst du mich denn jetzt, den Gold zu machen? Mach ihn Gold. Oh, oder ich jagte eine Kugel in den Kopf. Okay, ich mach ihn Gold so. Oh, der ist ja grün, aber grün sieht auch voll toll aus. Okay, ich mach ihn jetzt grün. La, 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 la. Zack, ich muss beide Hände hier bewegen und an den Helikopter ran tun. Ungefähr so. Oh. Der sieht ja richtig cool aus. Sehr, sehr schön. Bin ich jetzt frei mitkommen. Endlich? Oh, geradeaus. Da, wo ich hinschieße. Nein, da war doch schon Sonic drin und so. Oh nein, nicht da rein. Wieso kennst du dann das Versteck hier? Okay, ich gehe auf jeden Fall jetzt weiter rein. So, ich kenne ja schon den Weg. Und jetzt soll ich hier rechts, oder was? Genau, rein da. Oh nein, Freunde, der wird bestimmt ein Lösegeld von mir fordern oder so, damit er noch mehr Geld haben will. So, was hast du eigentlich vor mit mir? Ich möchte für dich Geld. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Mann, ich habe einmal so eine Fähigkeit und werde nur damit ausgenutzt. Das ist so unfair, ey. Oh, geradeaus. Guck mal, wie entspannt. Ja, hier sieht es sehr schön aus. Wow, hier sind doch so Haie, nein. Setz dich hin, das ist klar, das ist okay. Setz dich hin. Ja, ich setz mich hin. Nein, Freunde, ich kann nicht wir wollen nicht noch keinen Stress haben, oder? Ich will nach Hause. Hast du irgendjemanden, den du anrufen kannst, der mir Geld vorbeibringen kann für dich? Vielleicht der Wissenschaftler, von dem habe ich ja das Ganze. Der Wissenschaftler? Ja, wenn sie wollen, kann ich den anrufen. Ruf den an. Ah, okay, ich bin gleich für dich wieder da. Ja, ruf ihn an. Ich ruf ihn an. Oh nein. Ich kann nicht mehr. Hallo, Wissenschaftler. Hallo, Timmy. Ja, ich habe Probleme. Ich werde hier nur ausgenutzt und die wollen das ganze Gold haben. Könnt ihr mir helfen? Da war so ein Typ in gelbem Anzug und der wollte das ganze Gold haben. Bitte kommen Sie schnell. Darf ich raten? Du hast ganz viele Sachen Gold gemacht und dann haben die Leute gesehen, dass du das machst. Ja, und dann haben die mich ausgenutzt, Mann. Wo bist du? Oh, ich bin jetzt hier gerade, sehen Sie das? Ich bin in so einem komischen Geheimversteck. Oh, in der Geheimfundsteck von der Böse. Ja, genau, kommen Sie da schnell hin, bitte. Ja, ich komme hin, bis gleich. Oh, Mann, Freunde, ich kann das nicht mehr. Ich will einfach nur Gutes tun, Mann. Hey, Freunde, wie lange dauert es dann hier noch? Oh, Mann, hoffentlich kommt der Wissenschaftler gleich. Ey, was denn hier passiert? Hey, hier geht alles in die Luft. Oh, mein Gott, nein, hey, stopp, Hilfe. Lass Timmy in Ruhe. Wer ist denn das? Ist das der Wissenschaftler? Hilft er uns? Oh, mein Gott, hoffentlich hilft er uns.
Oh mein Gott, hier geht alles in die Luft. Nein. Oh mein Gott, Hilfe. Oh mein Gott, hier geht alles, hier brennt ja alles. Oh so, meine Freund. Oh, sie haben mich gerettet. So, meine Freund. Wo ist denn der böse Mann hin? Komm erstmal hierher. Du machst mich richtig kaputt. Oh, machst du mich wieder normal? Natürlich mache ich dich wieder normal. Ja, yippie. Oh, okay. Anscheinend kann ich jetzt nichts mehr zu Gold machen. So, ich bin mal gespannt. Okay. Wo ist dieser eine Typ hin? Mensch. Deine Typ, dieser MBK, dieser Autohausbesitzer. Ja, genau, dieser Böse. Der ist gelaufen. Der kennt mich doch. Da hättest du meinen Namen gesagt, hätte der diese Stress nicht gemacht. Oha, was? Der kennt den Wissenschaftler? Da bin ich mal zum Glück froh, dass nichts weiter passiert ist. So, kommst du mit? Und ja, möchtest du was Lustiges wissen? Was denn? Diese Laden habe ich gebaut. Was? Ach, aber wenn du ihn gebaut hast, warum kennst du dich hier nicht aus? Das ist die Frage. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Danke. Da war eine schwäche Leute vor der Tür. Warte. Was hat der da hingemacht? Ja, ich will jetzt nach Hause langsam, ey. So, komm ich da mit? Oh, hä? Wir sind doch gerade hier vorbeigelaufen. Wie hat der das denn gemacht? Das ist unsichtbar, das Auto. Oha, Freunde, was? Das ist sein Mobil. Oha. Ja, dann geht's nach Hause. Yippie. Oh, was war das bitte für ein anstrengender Tag? Oha, das ist ja richtig cool. So, ich bitte dich einmal anschnallen. Okay. Let's go. Du weißt, ich bin ein Wissenschaftler. Was machst du? Ja, was machst du? Oh mein Gott, wow, das kribbelt. Hey, let's go. Wir fahren nach Hause. Ich bring dich zu deinem Cousin. Ja, Freunde, das ist da oben bei Max Acrymix. Da musst du mich hinbringen. Ja. Ich bring dich dahin. Freunde, wenn ihr mehr von sehen wollt, lasst gerne einen Fuß werfen. Da bis zum nächsten Video. Tschüss. Oh mein Gott, wir haben es doch noch geschafft. Yippie.